So, Leute, wir haben relativ früh am Morgen und deswegen kann meine Stimme etwas knarzig klingen. Es tut mir leid dafür, aber wir haben die Auslosung für unser Gewinnspiel. Und ja, dafür würde ich sagen, klicke ich mal hier auf Roll Again und lass mal den Würfel rollen. Da haben wir die Nummer 5. Was haben wir denn 5? 1 ist WWPI versus Doomsday gewesen, das Gameplay, was am Sonntag kam. 2 Spirit Squad Commander Deck, Crimson Vow, also das blau-weiße Opening von dem Commander Deck. Dann hatten wir ein Double Masters Booster, sehr cool, Double Masters, immer sehr, sehr nice. Ein Secret Layer Drop von Jen Bartle. Dann haben wir die Nummer 5 Collector Booster Core 2021. Und wir hatten noch Dr. Alzheimers Weihnachtspost, Blackie zeigt. Das waren die Möglichkeiten, die hier hätten sein können. Das waren die Videos diese Woche. Das heißt, wir nehmen jetzt unter diesem Video ein Comment. Nehmen das Video, schmeißen das da rein, Filter Duplicates, Filter Comment Based, nein, Exclude, jawohl, ich möchte mich gerne wieder rausnehmen. Und get YouTube Comments. Wie viele Leute haben wir denn? Wir haben 16 Leute. Das ist schon ziemlich cool. Und ja, dementsprechend gucken wir uns mal an, wer hier jetzt gewinnt. Okay. Element Gift lese ich in letzter Zeit ziemlich oft in den Videos, wie relativ viele von euch. Danke übrigens dafür, dass ihr an dem Gewinnspiel teilnehmt. Und ich hoffe, ein paar von euch konnte ich animieren, auch später weiterhin mir Kommentare zu schreiben. Element Gift hat gewonnen, ein schönes Booster, tolle Karten drin, jawohl. Und ja, wie das letzte Mal auch, bitte irgendwie über Twitter, Facebook, Instagram, was nicht alles, versuchen mich zu erreichen. E-Mail geht auch, die E-Mail steht hinten im YouTube selber nochmal drin. Und dann gucken wir wegen Adresse und wie das zugeschickt wird und so weiter und so fort. Dementsprechend, ja, vielen Dank fürs Mitmachen und vergesst nicht, nächste Woche gibt es noch ein weiteres Gewinnspiel. Auch nächste Woche, die kommenden 6 Videos werden als Entries in dieses Gewinnspiel gezählt und ich hoffe für jeden von euch, dass natürlich er gewinnt. Und ansonsten würde ich sagen, gehen wir mal über zum Video von Gamery und mir. So Leute, sind wir beim nächsten Booster-Opening. Genau. Wieder mit Robin. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Radio Ravnica öffnet Booster. Das nachgeholte Let's Unbox Together quasi. Ja, die gute Tradition, die wir nicht aufrechterhalten konnten, deshalb jetzt nachholen, in der Hoffnung, dass wir sie dann im Januar kommt das nächste Set oder Februar? Februar meine ich. Ja, dass wir das dann auf jeden Fall nochmal schaffen, pünktlich zur Tradition zu machen. Genau. Dementsprechend haben wir heute Midnight Hunt. Und zwar wie immer jeder 6 Booster. Genau, diesmal Set Booster. Beim letzten Mal waren es ja Draft Booster. Ja, genau. Immer gespannt, ob man es merkt beim Öffnen. Bestimmt. Wir hatten ja schon einiges geöffnet, unter anderem ja auch Collector Booster. Und das war. Collector Booster war crazy. Regenbogen Wunderland. Ich habe direkt was Lustiges, worüber ich reden kann. Zwar Minigames. Minigames. Sammle ich ja, spiele ich ja ohne Ende. Habe ich Spaß mit. Hier steht 1 von 5. Mhm. In dem nächsten Set, in Crimson Vow, gab es nur noch 3. Mhm. Es gibt die Nummer 4 und die Nummer 5 nicht. Zumindest habe ich sie noch nie gesehen. Wenn ihr sie gesehen habt, lasst mir sie irgendwie zukommen als Bild oder ähnliches, weil ich kenne nur Karten 1 bis 3. Hm. Anderes habe ich noch nicht gesehen. Ich habe mich auch mit anderen Leuten unterhalten, die sich sehr für mich damit auseinandergesetzt haben, die auch nie gefunden haben. Krass. Die existieren einfach nicht. Aber gut, das ist natürlich auch so eine Karte, die könnte halt existieren, aber niemand hat darauf geachtet. So. Genau, aber an für sich. Genau. Boah, diese Artworks. Das muss man echt sagen. Die hab ich bei dem Dungeon Dragons echt vermisst. Ja, also ich glaube, die sind ja im Set-Booster normalerweise. Die haben ja Draft-Booster. Nur im Set-Booster. Ja, genau. Die sind auch schon wirklich auch ziemlich cool. Und genau hier, wie die Länder. Ja, die Länder sind wirklich der Wahnsinn. Okay. Gucken, welche Thematik du hast. Du hast irgendwas mit Weiß? Legacy Playable. Ah ja, stimmt, den habe ich schon so häufig gesehen. Kathar-Kommando, wo ich immer gedacht habe, so, warum? Aber Lurrus. Weil er gut ist. Ja, und Lurrus und Flash. Ja. 3-1 Flash. Genau. Das ist quasi 3 Mana Destroy-Target. Obwohl, nee, du kannst den nicht. Nee, der hat ja. Ja, also das Ding, aber sonst.
Aber trotzdem sehr cool. Cool, ja. Seller, ja. Ich habe so ein schwarzes Tommy-Theme. Du hast so das weiße irgendwas-Theme. Weil, wie wird geht das dann auf einmal rot? Ja, das Ding ist, machen die das überhaupt noch? Ist es noch nachvollziehbar, dass du nach Themes gehst? Du hast normalerweise, ich glaube, 5 oder 6 Karten als Theme. 5? Ja, okay. Das wären so Agro, weiß mit rot Gedöns. Und dann kommen 2 Wildslots. Ich habe so schwarz Gedöns. Blood Tithe Collector und Stormkirk Blood Thief. Guck mal hier, Spirits. Aber ich glaube nicht. Nicht gut. Nicht gut genug, leider. So, dann hat man eine Flipkarte. Shady Traveler wird zu Stalking Predator. Den finde ich sogar richtig gut. Den finde ich sogar richtig gut, weil dann Disturb wirklich cool wiederkommt mit 2-1 Erstschlag. Das ist echt gut. Ja. Dann hast du eine Karte, die auf jeden Fall in diesem Artwork hier ist, in diesem Style, aber die hat bei mir zum Beispiel einen Flip. Ah. 6-6, Wachsamkeit, Nightbomb. Mhm. Ist dir mal aufgefallen übrigens, dass sie hier diese Sachen verändert haben? Für die Leute, die es nicht wissen. Hast du diese Blume? Ja. Hinten hier ist der Mond und hinten alles sehr dunkel gehalten im Vergleich zu vorne den Pflanzen, die sehr hell. Nee, genau, das ist halt Daylight. Sie haben sich wirklich, wirklich Mühe gegeben. Finde ich krass. Ja. Ich finde es vor allem krass, dass halt andere diesen Frame auch haben, weil das haben wir bei dem Crimson War danach gar nicht gesehen, dass sie, da haben nur die Vampirkarten diesen Frame. Genau, also hier waren es ein paar mehr Leute, ich weiß nicht warum, aber wird irgendwie was haben. Und ich habe ein Land. Das ist ziemlich, also die Länder sind sowieso immer gut brauchbar. Ja. Ich habe Slaughter Specialist, 2 Mana 3/3. Das ist der Battlefield. Each opponent creates a 1/1 white human creature token. Okay. When a creature an opponent controls dies, put a 1/1 counter on special. Cool. Also du gibst einem Gegner eine Kreatur, dafür kriegst du 2 Mana 3/3. Aber wenn der dann damit blockt, wird es eine 4/4. Ja, ist doch eigentlich nicht schlecht. Gerade für ein Agro-Vampir-Deck. Nice. Ja. Full play. Das Toy Tile Creature with Power 2 or less. Ich habe noch hier so einen Tireless Hauler. Okay. Und Decay-Zombie. Ich habe einen Clue. Stimmt, die Decay-Zombies waren hier auch drin. Das waren diese, die haben beim Pre-Release so unendlich viel gesagt, so, weil jeder vergessen hat, andauernd die Dinger wegzutragen. Hier ist übrigens Nummer 3. Das ist natürlich praktisch. Get to know your booster. Ja. Das ist übrigens sehr, sehr gut. Kurz als Hinweis, wenn dieses Poster online kommt, ich habe ein Video hochgeladen, wo ich einmal durchexerziere anhand von Crimson Vow, wie die einzelnen Booster sind, was da alles drin ist, wie die aufgebaut sind und warum man welche Booster wofür benutzt. Hier sieht man halt wirklich ganz eindeutig, perfekt für Limited sind nur Draft-Booster. Ja. Das ist ein kleiner Spoiler für das Video. Ja, aber das ist halt auch, also, keine Ahnung. Ich bin da immer noch so ein bisschen, ich bin kein großer Fan des Foil. Ich glaube, sie ist Foil, ja. Ja. Sieht man das? Aber ist es Edge-Foil? Nee, es gibt kein Edge-Foil hier drin, leider. Okay. Das ist wirklich, das Artwork. Es ist das Artwork auch. Einfach nur Foil, ja, ganz komisches Ding. Consider. Das ist eine gute Karte. Habe ich nur einmal tatsächlich gezogen. Nicht, noch nicht mal gezogen, sondern jemand anderes hat es im Local Game Store gezogen und hat es mir dann gegeben, weil ich dass ich noch keine bekommen Ja, kann ich verstehen. Gute Karte. Deswegen, Faithful Mending. Quasi, wenn es rot wäre, wäre es sofort überall playable. Ja. Scarecrow. Cover up. Geist Wave. Ist das immer dieses Geist in Deutsch zu lesen? Das ist so strange. Da gab es ja irgendwie 5 Begriffe, die sie gemacht haben. Also auch Wald, also Ulvenwald. Ja, Ulvenwald, Geist. Geist und irgendwas, was mir später noch einfällt. Play with Fire. Gute Karte kann man für Pioneer und so weiter. Für alles Playables aktuell. Voll gut. Genau. Vision of Dominance. Das ist eine Commander-Karte. Jawohl. Weil sie aus irgendeinem Grund Commander-Karten in die Set-Booster geschoben haben. Genau, damit die halt einfach mehr in Umlauf kommen, glaube ich. Ja. Also was eigentlich ein Schlechter ist. Tut es. Achso. Sorcery für 3 Mana, put a 1-1 Counter on targeted creature, then double the number of 1-1 Counters on it. Und man kann es flashbacken für 8 und dann macht es noch etwas Spezielles. Nee, ich habe schon wieder den Typen. Oh, dann ist ein anderer. Nee, ein anderer Typ. Der macht Leben tatsächlich. Okay. Langweilig. Ein Soul Mister quasi. Langweilig. Und. Lear. Und ich habe Reckless Stormseeker. Wird, glaube ich, in Werwolf Agro gespielt. Okay. Aber. Mit zum Loot. Und ich habe einen 5-Mana-3-4, Spells kann ich gekontert werden und Instant Sorcery ist in Friedhof haben Flashback. Nicht bad. Nice. Und Candlegrove Witch. Das ist so ein cooles Artwork, wie sie so auf einen zuschwebt, aber von diesem Hexenzirkel, von diesem, was ja ein großer Teil dieses Midnight Hunt Story, keiner was mitbekommen, ich das Gefühl. Ja, anders wie dieses Hochzeitssetting, wo alle sofort wissen, worum es geht. Stimmt. Ist halt auch eine Frage des Marketings wahrscheinlich und auch ein bisschen des Designs auch. Ja, und vielleicht auch, wo wir herkommen. Du hast auf jeden Fall eine Karte aus der Liste. Genau, ich habe gerade extra mal geguckt, vielleicht habe ich ja die verlorenen Minigame-Karten. Nee. Ich hatte gerade schon wieder. Ist nicht voll. Candlegrove Witch, Head Witch Mask. Ist cool. Ritual Garden.
Jack-O-Lantern. Liegt auch vielleicht so ein bisschen dran, weil wir halt einfach auch mit Halloween und diesem ganzen Hexenzirkel und so weiter nicht so viel anfangen können. Ja, wahrscheinlich. Anders als die Amerikaner, die da ja wahrscheinlich wesentlich, nicht nur wahrscheinlich, sondern... Genau, da ist das viel größer einfach. Ja, ne? Genau. Sowohl Cathartic Pyre als auch Thermo Alchemist ist tatsächlich zwei spielbare Karten im Standard aktuell. Krass. Nicht ultra gut, aber auch nicht ultra schlecht. Oh, das ist so eine traurige Geschichte. Bloodthirsty Adversary Mythic. Der ist teuer. Ist der teuer? Ich. Aber warum? Ich verstehe es nicht. Ein bisschen teurer. Also er enters the Battlefield und man kann drei nochmal extra zahlen, so häufig wie man möchte, also quasi Multikicker ein bisschen. Mhm. Und er bekommt 1-1 Counter und man exilt so viele Karten, Instant or Sorceries, mit Mana Value 3 oder weniger vom Friedhof, kann die kopieren und man kann jede beliebige Nummer von denen casten, ohne Mana zu zahlen. Ja, es ist halt schlecht. Das ist halt das Ding. Man denkt so 2 Mana 2-2 in Mythic mit Haste, die musst du auf jeden Fall Turn 2 spielen, aber sie ist eigentlich besser später erst. So Turn 3, Turn 8. Ja, es ist halt so ein bisschen weird. So, ne? Wenn du in einem Booster so 3 Werwölfe und so weiter hast, ich liebe ja Werwölfe. Ja. Und das ist wirklich gut da dran. Und bei mir ist es The Viper's Fang, Human Warlock. Ah, die ist das, genau. Andere getappte Kreaturen haben Death Touch und ungetappte Kreaturen haben Hexproof. Und du kannst eine Kreatur tappen oder enttappen. Aber warum sollte man einer getappten Kreatur Death Touch geben wollen? Wenn sie angreift, ist sie getappt und hat damit automatisch Death Touch. Okay, verstehe. Und wenn der Gegner sie dann zerstören möchte mit einem Spell, kann man sie hiermit wieder enttappen, dann hat sie Hexproof. Okay, ich hab's gerade nur nicht verstanden, weil ich dachte eigentlich, ich denke mal, Death Touch ist so eine defensive Ability, aber das ist natürlich dann auch eine aggressive Umgehensweise. Genau, es ist eine aggressive Umgehensweise damit und es geht so ein bisschen in die Richtung. Aber ich hatte gar keine Karte drin, keine Listkarte. Oder habe ich sie übersehen? Hast du hinten? Ah, nee, ich hab hier Jump. Jump! Das habe ich komplett übersehen. Jump! Target Creature gains Flying until end of turn. Ihr seht, the list lohnt sich. The list lohnt sich. Beste Adventure ever. Mensch, bin ich froh, dass ich diese einprägsame Innistrad-Karte wieder habe. Shifter, die Spirits sind cool. Ja, voll. Plummet! Warum sie immer noch Plummet drucken? Ich verstehe es nicht. Ist halt für Limited zum Ausgleichen. Warlocks. Hübsch. Nice. Also die Human Warlocks sehen echt cool aus. Die Downguard sagt mir auch irgendwas. Lunar Frenzy, Moonseal, Silver Key, Mystic Skull. So viele Werwölfe. Wirklich. So viele, aber alle kamen dran. So muss ich doch ein Werwolf-Set eigentlich anfühlen. Ja, guck dir. Ich habe auch hier mehr Werwölfe. Und? Ich habe nur einen Warlock und halt den Typen. Und als Rare Judda, Ghoulcaller auf Nephalia, habe ich glaube ich auch gezogen. At the beginning of your end step, if you control no creatures with decay, create a 2/2 black zombie creature with decay. Okay, das ist nicht bad. Schlechterer Bitter Blossom auf einer legendary creature. Ja. Aber nun gut. Kann man ich ja machen. Dire Strain Rampage. Huh. Destroy target artifact, enchantment or land. Wenn ein Land zerstört wurde, kann der Beherrscher 2 Basics nehmen und kann sie getappt ins Spiel bringen. Otherwise, der darf der ein. Okay, mit Flashback. Huh. Und ich habe noch mal eine noch eine Listkarte, nice. Spellbook. Ist sogar ziemlich gut gewesen damals, früher, als die Karten noch so. You have no maximum hand size für 0 Mana. Ja, es war damals wichtig, weil wir hatten keinen Tower auf kein Reliquary Tower. Verstehe. Vor allen Dingen, es kann ja auch super geil in Infinity sein. Also jetzt nicht in Modern oder so, aber. Und Faithful Mending in Foil. Ja, da würde mich ja immer noch wünschen, dass das mal ein gutes Deck wird mit Faithful Mending. Irgendwann, weil die Karte einfach cool ist. Aber ja, schon wieder eine Listkarte. Man sieht Listkarte, ich habe noch eine Listkarte. Krass. Sehr cool. Krass. Ja, hoffentlich haben wir auch mal eine, die eine gute ist. Und nicht nur Trash. Boy, die Wilds reicht doch, oder? Genau. So ein Fetchland. Ja. Silius Sanctify. Oh, Consider. Das erste Consider, was ich jemals gezogen habe. Component Collector, Organ Hoarder. Ich gehe direkt hier in so ein komisches Thema. Die finde ich sogar ziemlich, ziemlich stark. Rite of Oblivion. 2 Mana, du kannst als zusätzliche Kosten und musst als zusätzliche Kosten einen Non-Land-Permanent opfern und du exilst einen Non-Land-Permanent. Ja. Mit einem Science-Hack-Outlet oder so, du opferst selber was, kommt wieder oder sonst was mit Flashback für 2 Mana einen Non-Land-Permanent exilieren im Standard. Ja. Ich finde das so mächtig. Ja, eigentlich. Voll. Und ich glaube, das wird sogar, oder das kann man als Budget-Alternative zu, wenn man das Ors of Clerics-Stack in Standard spielt, anstatt Averse of Vanishing. Weil das ist natürlich besser, aber auch eben 9 Euro. Ja. Deswegen. Was? Ja, es ist Play with Fire. Oh, Play with Fire schon wieder. Fast schon 4 Stück. Contagious Castaway. Das ist eine. Gut. Nee, das ist nicht die, die ich dachte. Sorry. Wir sind Sprout. Ah, das war. Hier die Karte wurde am Anfang sehr krass gehypt.
Ja. Haben wir 1-1, wenn du es abgibst, mildt man eine Karte. Wenn dann drei oder mehr Kreaturen aus dem Friedhof drin sind, kann man die transformieren. Mhm. Dann hat man einen 3-3er, der zu Beginn des Abgibs eine Karte aus dem Friedhof exiliert. Mhm. Wenn es eine Kreaturenkarte war, kriegt er eine +1/+1 Marke. Ja. Ist halt ein Scavenging Ooze günstig. Hm. Und wir haben hier Cathilda, Dawnheart Prime. Das ist tatsächlich, wir haben ja, ich weiß noch nicht, wann die Sachen rauskommen, aber wir haben eben noch vor der Aufnahme hier, haben wir Pioneer gespielt. Ja. Ich habe ein Humans Deck gespielt. Und es gibt auch eine grün-weiße Variante davon, die spielt die unter anderem. Okay. Weil die Humans you control have tap mana, tap one mana for any of this creature's color. Ja. Also halt eine Talia, tap für weiß und so weiter und so fort. Ja. Und so kannst du halt sehr, sehr lächerliche Züge auch teilweise haben. Auf jeden Fall, wollte ich gerade sagen. Und halt, wenn du dann so viel Mana hast, kannst du halt auch eben noch 1-1-Counter, worüber sich wieder Talis und Tenant freut, quasi machen. Florian! Oh, da ist Florian gezogen. Florian! Voldariens Geien. Ich hab so nichts mehr. Geht einfach nur als Erstschlag. Wird immer noch nicht gespielt im Vampire Deck, obwohl es schwarz-rot ist. Obwohl er eigentlich okay ist, weil er was nächstes Karten angucken kann und so weiter. Aber 303-3 scheint zu schwach zu sein. Dann haben wir. Die ist hübsch. Ist die nicht auch auf den Collector-Boostern drauf? Das kann sein. Mir kommt es auf jeden Fall bekannt vor. Mir auch. Sehr bekannt. Sehr bekannt. Und ja, okay, es war keine Karte von der Liste. Es war die Nummer 2. Für die Leute, die es nicht wissen, diese Teile ergeben, wenn man auf einer 9er-Pocket die drauflegt, ein Bild im Hintergrund. So ein Panorama, ne? Panorama-Bild im Hintergrund. Ja, das ist cool. Was wollte ich denn? Ich habe eben noch einen Gedanken gehabt, aber jetzt ist er irgendwie weg. Kommt wieder. Komm, wir machen das nächste Mal wieder auf. Ja, ich habe schon wieder vielleicht eine Listkarte. Ich auch, eventuell. Ja, eventuell, das muss man mittlerweile. Wird das die Listkarte sein, die endlich. Dein Leben verändert. Die mein Leben verändert? Swamp. Was haben wir denn hier? Das ist ein Land. Ach, ein Island? Ja, die haben auch die Inseln und so weiter reingetan. Das ist quasi, vor allen Dingen, du könntest die ja tatsächlich als Länder spielen, eigentlich. Ja, eigentlich schon. Es gibt tatsächlich Commander-Spieler, die als Länder dann noch spielen wollen. Ist auf jeden Fall cool. Best Abomination. Ich habe auf jeden Fall mal weiß. Die wird sogar richtig viel gespielt. Echt? Ja. 2 Mana, wenn der Gegner mehr Leben hat, kriegst du 4 Leben. Mhm. Wenn der Gegner mehr Kreaturen hat, kriegst du 1/1er. Und wenn der Gegner mehr Handkarten hat, ziehst du eine Karte. Das ist sehr versatile. Ist eigentlich eine ziemlich, ziemlich gute Karte tatsächlich. Ja. Also auch so, wenn man es so durchliest, kann man nichts gegen sagen eigentlich. Das Cavalier. Wir haben immer nur eine Rare im Booster gehabt, oder? Bisher. Ich glaube bisher schon. Aber man kann mehr ziehen. Mal durchgucken. Hier, ich habe wieder die Candle Growth Witch. Ja. Und Yadrig. Ah ja, witzig. If it's neither night or day, it becomes day as this creature enters the battlefield. Instead of sorceries, cost X less to cast where X is. Achso, das ist die Karte, ja. Die macht Spells günstiger, je stärker er ist. Und immer wenn es switcht, bekommt er einen 1/1-Counter. Okay. Ich habe Storm the Festival. 6 Mana Sorcery. Gucken wir uns die 5 Karten des Decks an. Nehmen 2 Permanenten davon. Mana kosten 5 oder weniger. Und bringen sie, glaube ich, ins Spiel. Ja. Krass. Mit Flashback. Aber für 6 Mana auch zu erwarten. Ja. Fading Hope ist tatsächlich. Wird aktuell gespielt tatsächlich. Und ich habe nur so ein wieder so ein. Ja, same. Noch enttäuschender als normale Liste. Ernüchternd. Aber wir können ja gerade mal kurz die Rares durchzählen. Jawohl. Ob es sich gelohnt hat, Z-Booster zu kaufen. Ja. Weil, also so mein Bauchgefühl sagt nein. Jeder von uns hatte 6 Booster, richtig? Jeder von uns hatte 6 Booster. Okay, ich hatte eine Mythic. Noch ein Rare. Oh doch, ich hatte 2 Rare wegen der Commander-Karte. Oh ja, stimmt. Hier können Commander-Karten drin sein. Dann nutze ich das natürlich direkt. Ja. Wir sind schon nicht schlecht rausgegangen, glaube ich. Also dafür, ich glaube, es gibt nicht so viele. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hä? Moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ach, 7. Sorry, mir ist eine gerade runtergefallen. Okay. Ich bin gerade noch bei 5. Ich habe plus eine. Also halt die Commander-Geschichte. Ich bin aktuell noch bei 5. Aber mir fehlt auch irgendwo eine Rare, die ich gerade nicht sehe. Ah, wir haben schon ordentlich was gezogen. Also ja, ich denke auch. Einmal die Adversary Mythic, dann Lier ist auf jeden Fall einer der großen Bringer. Du hast noch so ein Duel Land. Die Cathilda ist eine Karte, da würde ich mich privat drüber freuen. Auf jeden Fall, die für so ein potenzielles grün-weißes Humans-Deck mal zu nutzen. Ja, kann man nicht viel machen, kann man nicht viel gegen sagen eigentlich. Ja, echt nicht schlecht. Hammer. Gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao. Thank you.